gut, das Eincremen dauert bei mir jetzt ein bisschen länger. Balsam, abgemagerten Laufsteghuden, da brauchst du nur die Knochen einbalsamieren. Schaff doch ein bisschen mehr. Komm. Aber so? Kürzlich an der Ostsee, dasselbe Szenario. Wir waren an der Ostsee und der Mann sagt mal wieder Muscheln suchen. Ja, und da frage ich den dann neben mir, kannst du mich mal eincremen? Und dann guckt er mich mitleidig an und sagt, es tut mir leid, das wird wohl nichts. Ich habe nur noch 2 Stunden Zeit. Und das ist wirklich gesund. Es gibt sogar eine Lachforschung. Die haben herausgefunden, dass, das ist kein Witz, 3 Minuten herzhaftes Lachen bringt genauso viel wie 15 Minuten Joggen. Hey, geil! Bevor ich jetzt joggen gehe, da setze ich mich doch lieber in den Stadtpark und lache über die Jogger. Herzhaftes Lachen soll angeblich 160 Kalorien verbrauchen. 160, das ist ein Stück Kuchen. Ihr kennt ja diesen Spruch, er quatscht mir ein Schnitzel ans Ohr. Ich könnte sagen, ich lache mir eine Eierschecke auf den Hals. Logischen Sicht hört zu, heirat eine Frau, die hässlicher ist als du. Mama, love, she can love you. Aus einer ganz logischen Sicht heirat eine hübsche Frau nicht. Die Wahl des richtigen Namens. Anonyme Umfragen unter Lehrern haben ergeben, dass sie eine Chantalle weniger fördern als eine Marie-Louise. Kevin, und jetzt besonders, so ein Lehrer, das sei kein Name, sondern eine Diagnose. Soll ich dich küssen? Vergiss es! Das reicht schon, wenn du die Hand hinten drin hast. Ihretwegen wurden sogar schon Kriege geführt. Ja, ja, also mein Papa, der nennt seine Ehe immer den 30-jährigen Krieg. Selbst der BH wurde in Dresden erfunden. Ja, die Dresdner haben immer Angst, dass es gleich abgeht. Den hier anwesenden Friedrich August lieben und ehren, ihm dienen und gehorchen. Und alle eigenen Wünsche schweigsam für sich behalten. Seit wann steht so etwas in einem Eheversprechen? Das ist die sächsische Variante.